Ja, auch von meiner Seite guten Tag. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Behörden offenbar eine rechtsterroristische Gruppe ausgehoben haben, die linke Politikerinnen und Politiker entführen und ermorden will. Und es soll sogar eine Todesliste geben, um welche Politiker und Politikerinnen sich es dabei handelt. Ich bin wirklich erschüttert, mit welchem Hass hier im Netz und von solchen Gruppen gearbeitet wird und wie schwere Straftaten vorbereitet werden. Wenn sich das bestätigt, was wir seit heute Morgen wissen, dann wäre das eine Fortsetzung der Mordtaten der NSU. In unserem Land ist ein Ausmaß von Gewalt bei Rechtsextremen festzustellen, das unerträglich ist und nicht länger toleriert werden darf. Stichwortgeber, das muss man auch deutlich sagen, für diese Taten ist eindeutig die AfD, die immer wieder die Stichworte dafür liefert. Und wenn deren Spitzenkandidat Gauland die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Özoguz Sidat in Anatolien, ich zitiere, in Anatolien entsorgen will, dann ist hier eine wirkliche Grenze überschritten. Und das ist eigentlich die rhetorische Vorbereitung von Straftaten. Und die CDU muss sich gut überlegen, ob sie mit solchen Kräften zusammenarbeiten will, wie das jetzt in Sachsen-Anhalt passiert ist. Und sie muss sich sehr gut überlegen, ob sie sich mit diesen Kräften in Hinterzimmern weiter treffen will. Ich erwarte hier auch von der CDU eine ganz klare Distanzierung. Zu unserem Konzept für die Herstellung eines neuen Normalarbeitsverhältnisses. Wir haben im Parteivorstand Arbeitsgruppen gebildet zum Reformalternativen zur bestehenden Regierungspolitik. Dazu gehört auch das Thema Arbeit. Wir haben da eng zusammengearbeitet mit Frau Zimmermann, mit Klaus Ernst in der Fraktion, und daraus ist eine umfangreiche Broschüre entstanden. Und das heißt neues Normalarbeitsverhältnis für alle. Und wir wollen Ihnen heute einige wichtige Elemente dieses Konzeptes vorstellen. Dabei knüpfen wir durchaus an das alte Normalarbeitsverhältnis an, aber es ist völlig klar, wir können das nicht einfach fortsetzen, weil das alte Normalarbeitsverhältnis von dem Familienbild des Haupternährers Mann ausgegangen ist, das heute im 21. Jahrhundert nicht mehr adäquat ist. Wir können kein männerdominiertes Familienmodell ins Zentrum der Arbeit stellen. Aber gerade vor dem Hintergrund eines sich verbreitenden Niedriglohnsektors, zunehmend prekärer Beschäftigung, struktureller Unterbeschäftigung und einem ausbleibenden Reallohnzuwachs für 40% der Beschäftigten, müssen wir über diese Fragen neu nachdenken, sodass es tatsächlich einer Mehrheit der Beschäftigten wieder besser gehen kann in diesem Land. Das heißt für uns 4 zentrale Punkte, was ein neues Normalarbeitsverhältnis definieren soll. Erstens, der Lohn muss für ein gutes Leben reichen und muss dazu reichen, eine lebensstandardsichernde Rente anzusparen. Zweitens, Frauen haben mehr verdient. Das heißt für uns das Prinzip gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Drittens, wir wollen den Dauerstress, unter dem viele Beschäftigten leiden, stoppen. Mehr Personal statt zu Überstunden, heißt die Devise. Viertens, die Arbeitszeit muss um das Leben kreisen, Schritte in Richtung kurzer Vollzeit. Ich gehe jetzt auf die Punkte 2 und 4 ein. Klaus Ernst wird dann auf die restlichen Punkte eingehen. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Ein neues Normalarbeitsverhältnis ist nur möglich, wenn wir eine grundlegende andere Regulierung der Arbeit und der Wirtschaft einschlagen. Im Zentrum muss dabei stehen, dass es nicht so weitergehen kann, dass Frauen im Durchschnitt 21% weniger verdienen als Männer. Dazu kommt, dass eben durch die häufige Teilzeitarbeit bei Frauen und vielen Mini- und Midi-Jobs diese Gruppe von Frauen sowohl vom Niedriglohnbereich besonders bedroht sind, als auch von späterer Altersarmut.
Und deswegen haben wir folgende Vorschläge. Erstens, Mini- und Midi-Jobs sollen durch unbefristete Arbeitsverträge mit existenzsicherndem Einkommen abgelöst werden. Wir schlagen vor, dass die Beschäftigten einen Rechtsanspruch bekommen auf mindestens 22 Stunden Arbeit in der Woche. Rechtsanspruch, den müssen Sie nicht machen, aber Sie haben den Anspruch, 22 Stunden zu arbeiten, um aus der Unterbeschäftigung rauszukommen. Zweitens, wir wollen die Arbeit in sozialen Dienstleistungen aufwerten und besser bezahlen. Es ist dann nicht so, dass Frauen oft in der gleichen Branche weniger verdienen bei gleicher Tätigkeit wie Männer, sondern dass die Branchen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, und das ist überwiegend in personennahen Dienstleistungen und in der sozialen Arbeit, so schlecht bezahlt sind. Und deswegen muss diese Arbeit aufgewertet werden. Wir schlagen vor, den Mindestlohn, den gesetzlichen Mindestlohn bei den Pflegekräften auf 14,50 Euro zu erhöhen und praktisch den Tarifvertrag dazu für allgemeinverbindlich zu erklären. Perspektivisch wollen wir, dass keine Pflegekraft sowohl in der Kranken- wie in der Altenpflege unter 3.000 Euro brutto verdient. Um das zu finanzieren, muss der Staat, die öffentliche Hand, tatsächlich mehr Geld in die Hand nehmen und mehr Geld investieren in Pflege und Gesundheit. Wir schlagen ein 75 Milliarden Investitionsprogramm vor mit den Schwerpunkten Bildung, Weiterbildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege. Das würde in der Tat dazu führen, dass wir deutlich mehr Menschen dort beschäftigen könnten. Das würde zu zusätzlichen Arbeitskräften in der Größenordnung von 1 Million führen, und wir könnten die Beschäftigten vor allen Dingen auch deutlich besser bezahlen. Ein weiterer Punkt für ein neues Normalarbeitsverhältnis ist die Neuordnung der Arbeitszeit. Wir leben praktisch in einer zynischen und auch im gewissen Sinne schizophrenen Situation. Die einen sind unterbeschäftigt mit Mini- und Midi-Jobs oder unfreiwilliger Teilzeitarbeit. Viele Frauen kriegen nur Arbeitsverträge von 10, 15, 20 Stunden, obwohl sie eigentlich länger arbeiten wollen. Und auf der anderen Seite leiden Millionen Menschen unter struktureller Überbeschäftigung, unter Dauerstress, Überstunden. Sie nehmen die Arbeit oft noch mit nach Hause in Form vom iPad oder iPhone oder sind im Urlaub noch telefonisch erreichbar und können Arbeiten und Leben nicht wirklich miteinander verbinden. Und deswegen brauchen wir dort eine neue Normalität, eine Arbeitszeit, die mehr um die 30-Stunden-Woche kreist und wo die einen länger arbeiten, die anderen kürzer arbeiten und beide praktisch eine Arbeit haben, die existenzsichernd ist und wo für beide möglich ist, dass Arbeiten und Leben besser in Übereinstimmung gebracht werden kann. Deswegen schlagen wir vor, dass Wahlarbeitszeiten eingeführt werden zwischen 28 und 35 Stunden. Also das soll quasi die kurze Vollzeit sein, wo die Menschen die Arbeitszeit an unterschiedliche Lebensphasen und unterschiedliche Lebensinteressen anpassen können. Also wenn du kleine Kinder hast, willst du vielleicht kürzer arbeiten. Wenn die aus dem Haus sind, bist du auch bereit, wieder etwas länger zu arbeiten. Oder du schaffst mal ein paar Jahre länger und organisierst dir dafür ein Sabbatjahr. Und wir glauben, dass die heutige Produktivkraftentwicklung das hergibt, dass die Arbeit mehr um das Leben kreist, als das Leben mehr um die Arbeit. Gleichzeitig sagen wir, muss es einen Korridor geben zwischen 22 und 35 Stunden. Also die 22 Stunden sind unsere Mindestzahl an Stunden, die Leute beanspruchen können, und 35 Stunden soll die Höchstarbeitszeit definieren. Und wir wollen dazu vereinbaren, dass die Menschen das Recht haben, vorübergehend ihre Arbeitszeit zu reduzieren, zum Beispiel für Pflegearbeit, für Erziehung der Kinder, und sie dann aber auch hinterher wieder an die kurze Vollzeit anzupassen. Das wäre ein wirklicher Fortschritt in Richtung neues Normalarbeitsverhältnis, bei dem die Leute stärker die Arbeitszeit ihren Lebensphasen und Lebensinteressen anpassen können. Ein Kern dieses Vorschlags ist natürlich die Frage, was kriegt man für seine Arbeit bezahlt, also die Löhne. Wir wissen, dass 40% der abhängig Beschäftigten, nämlich die unteren 40% in der Einkommensskala, seit 15 Jahren nicht nur keine reale Lohnerhöhung hatten, sondern weniger haben als vorher.
ein Skandal, 40%. Weil Bernd Rixinger das gerade angesprochen hat, für Pflegekräfte ist jetzt der Mindestlohn erhöht worden auf 10,55 Euro im Westen und auf 10,05 Euro im Osten. Das bedeutet für all diese Menschen vorprogrammierte Altersarmut. Weil wir wissen, der Mindestlohn müsste 12 Euro sein, damit man nicht in Altersarmut gerät. Also, wir wollen ins Zentrum unserer Politik stellen die Lohnfrage. Und das bedeutet eben auch, dass wir die Tarifbindung der Menschen wieder fördern müssen, nämlich die Zahl derer, die unter Tarifverträgen arbeiten, wieder erhöhen wollen. Meine Damen und Herren, wenn wir über eine Politik reden, die die Rahmenbedingungen für höhere Löhne stärkt, ist in der ersten Phase natürlich der Mindestlohn zu nennen. Wir wollen ihn auf 12 Euro anheben, und zwar ohne Ausnahmen. Und wir wollen eine jährliche Anhebung dieses Mindestlohns entsprechend der Preissteigerung und der Produktivität, sodass die Menschen, die in diesem Mindestlohn sind, auch an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben können. Wenn 40% abgekoppelt sind von der wirtschaftlichen Entwicklung, braucht man sich nicht wundern, dass diese Menschen sich natürlich fragen, was die Politik für sie tut. Wir wollen die Politik an dieser Frage wieder umkehren. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Frage der Tarifflucht. Wie können wir Tarifflucht stoppen? Wir wollen, dass wenn eine Tarifvertragspartei, also die Gewerkschaften, einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklären wollen, dass dann dieser Tarifvertrag auch für allgemeinverbindlich erklärt werden kann, ohne dass die Arbeitgeber wie bisher mit einverstanden sind. Sie müssen das eigenständig, die Gewerkschaften eigenständig beantragen können. Ein Widerspruchsrecht der Arbeitgeber muss verhindert werden. Wir haben das große Problem der Befristungen. Wir haben das Problem der Leiharbeit und wir haben das Problem der Werkverträge. Wir wissen, dass das die Position der Gewerkschaft natürlich deutlich schwächt. Wenn einer in Leiharbeit ist, dann wird er natürlich gucken, dass er in diesem Unternehmen übernommen wird und wird sich natürlich dann auch nicht wehren gegen schlechte Arbeitsbedingungen oder schlechtere Bezahlung. Ähnlich ist es bei befristet Beschäftigten. Wir wollen Leiharbeit abschaffen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Schauen Sie mal her, meine Damen und Herren. Bei jedem abhängig Beschäftigten gibt es einen Arbeitgeber, der daran verdient, an dem, sonst stellt er nicht ein. Bei Leiharbeit gibt es zwei Arbeitgeber, die an demselben Beschäftigten verdienen wollen. Das kann nur zulasten des Menschen gehen, der da arbeitet. Anders geht es ja nicht auf. Meine Damen und Herren, deshalb sagen wir Leiharbeit eigentlich verbieten. Aber wenn wir das nicht hinkriegen sofort, dann wollen wir eben mindestens die Regelung wie in Frankreich, gleicher Lohn bei gleicher Arbeit ab der ersten Stunde, in der man verliehen wird, plus 10%igen Zuschlag für die Flexibilität, die ein Leiharbeitnehmer, eine Leiharbeitnehmerin letztendlich zu erbringen hat. Wir glauben, dass wir damit das Problem einigermaßen hinkriegen, wenn wir gleichzeitig noch regeln, dass nach 3 Monaten Verleihung im selben Betrieb ein Recht auf Übernahme auf Beschäftigung in diesem Betrieb besteht. Meine Damen und Herren, und vor allen Dingen ist wichtig, dass wir die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte stärken, nämlich zum Beispiel das Recht des Betriebsrats bei Werkverträgen zu entscheiden, ist das überhaupt ein Werkvertrag, den der Arbeitgeber mit einem anderen Unternehmen eingehen will, oder ist es schlichtweg eine Möglichkeit des Lohndumpings? Also ein Widerspruchsrecht, ein Vetorecht der Betriebsräte bei der Frage Werkverträge oder nicht. Ein weiteres Problem, das gelöst werden muss, ist die Frage der Überstunden. Wir wissen, dass wir massiv Überstunden leisten in diesem Land, insgesamt 2 Milliarden nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Wir wollen mit unseren Vorschlägen dazu beitragen, dass diese Form der Ausdehnung des Arbeitstags, oft übrigens unbezahlt, dass die eingedämmt wird und dass wir wieder zu einem normalen Arbeitsverhältnis zurückkommen mit geregelten Arbeitszeiten und entsprechender Bezahlung. Wie wollen wir das erreichen? Wir wollen erreichen, dass wir eine Anti-Stress-Verordnung, wie sie auch die Gewerkschaften fordern, durchsetzen. Alle Beschäftigten müssen ein Recht darauf haben, auch außerhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar zu sein. Das Unwesen permanente Erreichbarkeit wollen wir stoppen. Übrigens haben wir dazu auch schon Vorschläge in der letzten Legislatur im Deutschen Bundestag gemacht. Wir wollen eine Entlastung für Nacht-, Schicht- und Wechselschichtarbeitnehmer. Ganz wichtig, weil das besonders belastende Arbeitszeiten sind. Diese Entlastung könnte in der Weise bestehen, dass es schlichtweg einen Ausgleich für solche Arbeitszeiten gibt, auch in Form von verringerten Arbeitszeiten. Wir wollen eine Obergrenze, meine Damen und Herren. Allerdings eine andere wie der Herr Seehofer.
Unsere Obergrenze bezieht sich darauf, dass maximal 40 Stunden Arbeit möglich ist, aber dann ist auch Schluss. Gegenwärtig lässt das Arbeitszeitgesetz mehr Arbeit zu. Wir wollen also die Arbeit einschränken durch eine echte Obergrenze bei der Arbeit, die dann auch im Interesse der Beschäftigten wäre. Und wir wollen natürlich entsprechende Kontrollen einführen, dass das auch kontrolliert wird. Meine Damen und Herren, wir wollen, um die Beschäftigten vor Überlastung im Betrieb zu schützen, ein Vetorecht der einzelnen Beschäftigten einführen. Wenn ein einzelner Beschäftigter das Gefühl hat, es spürt, ich kriege das mit meiner Arbeit und mit meiner Gesundheit zum Beispiel nicht mehr in Einklang, wir haben massive Burnout-Fälle in diesem Land, dann muss automatisch ein kollektives Verfahren eingeleitet werden im Betrieb, wo die Interessenvertretung und der Arbeitgeber sich Gedanken machen müssen, wie können wir das Problem lösen? Wie ist Entlastung in dieser entsprechenden Abteilung herzustellen? Zum Beispiel durch mehr Beschäftigung, zum Beispiel durch ein Begrenzen der Überstunden in der entsprechenden Abteilung, zum Beispiel dadurch, dass man sagt, der Mensch, den das betrifft, der braucht einen entsprechenden Zeitausgleich und zwar sofort. Also wir wollen die Menschen vor dieser Überlastung, die wir zunehmend in den Betrieben feststellen, schützen. Und wir wollen damit erreichen, dass wir die Frage der Personalbemessung ein Stück weit auch in den Vordergrund stellen. Es gibt ja inzwischen gute Beispiele für Fragen, wo Personalbemessung geregelt ist, zum Beispiel in der Charité, wo gefragt wird, wie viele Leute kommen denn eigentlich auf einen Pfleger, wie viel muss der pflegen oder die Pflegerin. Wir wollen, dass die Frage der Personalbemessung künftig mit den Beschäftigten und mit den Betriebsräten bei weitem intensiver diskutiert und entschieden werden muss, als es bisher war, also mehr Einfluss für die Beschäftigten, wie ihre Arbeit, ihre Arbeitsmenge eigentlich abläuft. Und last not least, wir wollen eine Überstundenbremse. Wir wollen die Betriebe dazu verpflichten, dass sie die individuelle Arbeitszeit erfassen, dass tatsächlich festgestellt wird, wie viel arbeiten eigentlich die Leute, im Übrigen auch bei Homeoffice. Nicht nur bei der Arbeitszeit, wo gestempelt wird, weil auch das eine Möglichkeit ist, Arbeit auszudehnen, weil sie bei Homeoffice oft überhaupt nicht erfasst wird. Und wir wollen auch dort ein automatisches Verfahren in Gang setzen. Wenn entsprechende Überstunden geleistet werden, dann muss sich Betriebsrat und Arbeitgeber mit den Beschäftigten gemeinsam an den Tisch setzen und überlegen, wie können wir denn diese Überstunden reduzieren. Also es geht um Einfluss auf die Arbeitsorganisation, die wir mit unserer Vorstellung eines neuen Normalarbeitsverhältnisses regeln wollen. Der einzelne Beschäftigte muss mehr Einfluss haben auf das, wie, unter welchen Bedingungen er arbeitet und natürlich auch, was er dafür kriegt.